liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einem neuen Black Barons Collection Unboxing Video für euch. Und jetzt geht es weiter mit der Nummer 27 und es ist nichts Geringeres als die kleinen Monster Gremlins. Ich liebe diese Filmreihe. Ja, wie oder wer kennt diese Filme nicht? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Aber ihr kennt bestimmt die kleinen Monster namens Gremlins. Und hier in der Gizmo drauf und hier erstmals von der Black Barons Collection in der 4K und auch in der Blu-ray-Variante drin. Und alle beide, halt euch fest, mit deutschen Ton. Ich werde wahnsinnig, absolut genial. Hier wirklich alle beide Fassungen mit deutscher Tonspur. Und was will man mehr? Ich bin schon gespannt, wie Gremlins in 4K ausschauen wird. Denn das Steelbook gibt es ja schon längere Zeit in 4K. Aber ich habe ja gewusst, auf Black Barons oder Filmarena ist natürlich der Verlass. Und siehe da, schon ist auch schon veröffentlicht worden. Leider gab es ein bisschen Probleme wegen Corona-Verzögerungen, aber damit müssen wir jetzt alle wegen leben, mit den ganzen Verzögerungen, aber gut, kann man nichts machen, aber es kommt ja und einfach ein bisschen länger warten ist ja auch nicht ganz so dramatisch. So, würde man sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem Unboxing und wir machen mal das schöne Teil mal auf und ihr seht hier schon ein richtig dickes, fettes XL Full Slip. Wir machen mal die Folie runter und dann kann ich euch auf jeden Fall schon mal die schöne Full Slip Version euch mal zeigen. Und auch hier wieder richtig schön gemacht. Wir fangen erstmal an mit der Banderole. Und da haben wir in dem gelben Kästchen hier oben drauf schon mal die Inhaltsangabe zu dem Film. Aber denke mal, wer den Film noch nicht kennt, sollte jetzt auf jeden Fall mal angucken. Hier haben wir schon mal eine schöne Limitierungskarte mit dem Meister oder mit dem Chef Gremlin drauf. Auch hier ein sehr schönes, scharfes Bild. Ich glaube, so scharf waren die Gremlins noch nie. Meine Limitierungsnummer ist die 229 von 500 Stück, wie immer. Und dann schlagen wir hier mal die Karte um. Und auch hier im Hintergrund haben wir eben dann noch einen weiteren Gremlin. Auch der ist wirklich richtig schön scharf drauf gedruckt. Hier noch die Credits noch. Und hier unten in diesem Balken haben wir dann noch die verschiedenen Tonformate und Textformate dabei und ihr könnt hier auf jeden Fall bei der 4K und auch auf der Blu-ray erkennen German Sound. Und was wollen wir nun mehr? Absolut genial. Eine Top-Edition mit deutschem Ton ist schon mal was ganz Besonderes. So, jetzt geht's weiter mit dem Full Slip und hier haben wir wieder auch extrem viele verschiedene Facetten, was hier eingebaut wurde. Das Ganze ist erstmal matt gehalten. Die Regentropfen sind leicht glänzend und die Augen und auch der Gizmo an sich ist so, ja, wie soll ich, so rau belegt und der Schriftzug Gremlins ist sogar noch tiefengeprägt und hat auch einen Glanzeffekt. Also hier schaut das Ding wirklich bombastisch aus. Und hier schon mal die Regentropfen. Natürlich auch der Schriftzug hier oben drauf, ein Steven Spielberg Production, ist ebenfalls natürlich hier schön glänzend gemacht worden. Und hier der Gremlin, zumindest der Gizmo. Und auch hier die Augen seht ihr schon, auch die haben einen schönen Glanzeffekt. Und dann hier eben dann der Schriftzug Gremlins und auch die Krallen und auch das Schleimrohr, der läuft ebenfalls glänzend gemacht worden. Absolut schönes Teil, mega, echt, ich finde es wunderschön gemacht, schön bunt auch. Und auch hier am Spine sehr gut zu erkennen, natürlich Gremlins, auch hier einen Glanzeffekt vom Schriftzug her, oben das Warner Bros. Logo, unten das Blu-ray und Ultra HD Logo und hinten drauf haben wir nochmal den Gizmo mit den Credits und er sitzt in seinem Rennauto in rosa. Und auch hier oben haben wir noch einen Schriftzug draufstehen. Und einfach nur von außen schon mal extrem stark. Und hier sind die Credits ebenfalls glänzend gemacht worden. Hier die Limitierungsnummer von mir. 229 von 500 Stück. Und auch hier oben haben wir einen weiteren Schriftzug. Also auch hier komplett schön verziert. Wir machen mal das hier auf. Und dann legen wir mal die Fußballedition auf die Seite. Natürlich haben wir hier noch die Aufkleber dazu noch. Hier nochmal 27 und das 4K-Logo. Und dann schauen wir uns erstmal die Collector-Cards an. Das Ganze schaut hier so aus. Hier vorne drauf eben der Gizmo.
Auch dieses Bild ist wirklich richtig schön scharf gemacht worden. Sehr, sehr schön. Und hier Collector Cards. Dann hier am Spalt ebenfalls nochmal Gremlins draufstehen. Und auf der Rückseite nochmal ein wow, extrem scharfer Gremlin, Gizmo. Unglaublich. Schau dir mal das Bild an. Richtig stark. Und dann schlagen wir hier mal auf. Und da haben wir hier Charakter-Cards und Fotocards. Und ich bin schon gespannt, ob die auch wieder so schön getrennt sind. Okay, wir fangen an mit dem ersten Bild. Die Rückseite bei ihm schaut hier so aus. Gremlins. Und hier sieht man schon mal nochmal den Gizmo, der gerade zerrissen wird von den Gremlins, seinen Krallen. Auch das sehr cool gemacht. Und hier vorne drauf haben wir dann den Hauptcharakter. Auch diese Bilder sind wirklich sehr scharf bedruckt. Und dann haben wir hier das nächste Bild. Auch hier schon mal ein Gremlin. Und ich muss sehen, dann der Puppenspieler sein. Sehr schön. Und dann haben wir das hier, der Papa. Und dann hier die Mutti. Oh Gott. Also hier muss ich wirklich sagen, die ganzen Bilder wirklich richtig schön. Und hier haben wir dann der Gizmo, der ganz traurig reinschaut, weil er eine Verletzung hat. Und der nächste, auch er gestochen scharf. Was mir da fehlt, wäre natürlich der Name. Das wäre natürlich wieder ganz cool gekommen. Und hier sehr steiges Motiv von dem Gremlin. Und dann haben wir hier dann die Freundin. Ach, ein schöner 80er-Film. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Ich freue mich, den mal anzugucken in der Weihnachtszeit. Und hier der durchgeknallte Gremlin bzw. Gizmo. Ja, das sind schon mal die Charakterkarten gewesen. Und weiter geht es mit den Fotocards, die haben auch einen anderen Hintergrund drauf. Auch das sehr cool und da haben wir nämlich den Gremlin an sich, den Meister Gremlin, den Chef Gremlin. Und hier geht es ja los mit diesen Bildern, natürlich verschiedene Szenen aus dem Film. Aber hier seht ihr auch schön scharf. Dann das hier. Und jetzt tauchen wir das erste Mal auf. Im Kino auch sein geiles Szene. Das hier. Und nochmal der kleine Mogwai. Da bekommt er seine Weihnachtsmütze auf. Und hier dann der Endkampf mit der Kettensäge. Und das letzte Bild in der Kneipe, wo sich Kräfte messen, die Gremlins. Auch eine sehr coole Szene auf jeden Fall. Und ja, das sind schon mal die Fotocards gewesen. Auch die richtig schön gestaltet. Einziger Kritikpunkt an den Charakterkarten, dass keine Charakternamen draufstehen und auch keine Schauspieler draufstehen, aber ansonsten richtig schön gemacht. Und auch wirklich sehr schön hochauflösende Bilder dabei gewesen. Und das sind schon mal die Charakterkarten gewesen. Weiter geht es dann noch mit dem Booklet und da ist hier eine schöne Zeichnung drauf. Aber das machen wir ganz zum Schluss. Aber wir haben hier nur ein Fotobooklet. Wow! Geil!
Alendikularmotive auf dem Steelbook drauf. Ich mache erstmal das Steelbook auf. Und mit einem richtig schönen Lendikularmotiv drauf. So, ich mache erstmal das Lendikularmotiv. Und das macht natürlich das Steelbook gleich wesentlich attraktiver im Gegensatz zu dem Steelbook an sich. Denn das Steelbook an sich ist, glaube ich, das Schönste, nicht das Schönste vom ganzen Edition, aber man kennt es ja schon. Aber hier das Lendikularmotiv zu Gremlins und hier haben wir ein richtig, richtig rattenscharfes Bild hier mit dem Gremlin drauf, wo eine Hand gehalten wird in der Box. Eine extrem starke Tiefenwirkung, ein Flip-Flop-Effekt haben wir leider nicht sehr stark, aber die Tiefenwirkung ist wirklich richtig schön gemacht und vor allem auch der Druck von dem Lendikular ist wirklich gestochen scharf, also hat auch kräftige Farben. Was am meisten nie der Fall ist bei den ganzen Lendikularmotiven, aber das ist wirklich ein sehr kräftiges Bild und schaut richtig, richtig stark aus. Audio auch wieder hier sehr stabil wie das Ganze, wie man es eben auch kennt. Und jetzt noch zu dem Steelbook. Das Steelbook, wie gesagt, gefällt mir überhaupt nicht, aber hat mir auch schon sonst auch nicht gefallen. Da gibt es wesentlich schönere Motive, aber dafür kann das Film ja nichts. Denn das ist das ganz normale Steelbook, wo es eben auch zu kaufen gab, hier eben mit den verschiedenen Zeichen drauf, was man in Gremlins nicht machen soll. Nicht in Sonnenlicht, kein Wasser und nicht nach 24 Uhr füttern. So schaut das Ganze aus. Es ist natürlich jetzt ein Hochglanz-Steelbook, aber allerdem keine Prägung, keine schöne weitere Verzierung, auch schon kein schönes Motiv drauf. Also das gefällt mir dann am wenigsten. Hier nur noch Gremlins und dann hinten drauf haben wir schon den richtigen Gremlin dann. Als Verwandlung kann man es fast sehen. Und wenn wir es aufklappen, schaut das Ganze jetzt so aus. Also leider, das Steelbook ist hier wirklich leider das Schwächste von der ganzen Edition, muss ich wirklich zugeben. Aber dafür haben wir auch einen schönen Innendruck. Wir haben hier erstmal noch die Blu-ray. Die ganze schaut hier so aus. Und dann noch die 4K Ultra HD Blu-ray. Wie gesagt, alle beide Versionen sind mit deutschem Ton vorhanden. Also da gibt es nichts zu jammern. Aber das Innenmotiv ist wirklich sehr, sehr schön. Das hätten sie vielleicht auch mal ausmachen sollen, ein schönes Motiv. Dann habe ich mir die Base nochmal aus dem Film und die ist natürlich echt überragend. Und ich liebe alleine schon diese Szene, schon mal wieder wert, diesen Film anzugucken. Yo, das war das Steelbook zu Gremlins und jetzt sind wir auch schon fast durch mit dem Unboxing wieder der Black Barons Collection Nummer 27. Und wir machen noch weiter zum Schluss noch dann das Fotobooklet zu Gremlins mit dieser schönen Zeichnung von Gizmo vorne drauf und damit geht es auch direkt in die Ego-Perspektive. Jetzt noch ganz fix das Fotobooklet zu Gremlins und hier vorne drauf nochmal das schöne Motiv, das gezeichnete Motiv nochmal vom Gizmo. Hier sogar am Buchrücken auch nochmal Gremlins draufstehen und hier hinten drauf nochmal dann die drei Zeichen, was man nicht mit dem Gizmo machen sollte. Nicht nassen werden lassen, nicht im Sonnenlicht aussetzen und auch nichts nachts zum Essen geben. Und jetzt schlagen wir mal auf. Das Buch ist wie immer gut verarbeitet. Da sind feste Blätter natürlich mit dabei. Und hier sind wir die ersten Szenen natürlich hier aus dem Film. Und das ist ganz eigentlich traurig, der kleine Mann. Und natürlich hier schön, dass es mehr Motive gibt vom Gizmo. Und jetzt hier hat er sich schon mal vermehrt. Und jetzt wird es langsam kriminell. Oh Gott, guckt ihn an. Hier Angst einflößen. Er guckt. Und jetzt kommen wir hier zu der schönen Bar-Szene. Auch sehr geile Szene hier, wo sie dann Weihnachtslieder singen. Und hier die ja, technischen Errungenschaften von seinem Papa. Und jetzt hier zum Schluss dann. Und ihr seht ihr schon, es ist einfach ein wunderschöner Film. Wirklich, ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film ohne Scheiß. Und hier nochmal am Anfang. Leider sind sie bitte nicht ganz so scharf wie bei den Postkarten, aber trotz alledem sind sie sehr schön gemacht worden. Und ja, hier noch die letzten paar Seiten. Das ist natürlich ein sehr schönes Bild. Und die letzte Seite nochmal hier haben wir nochmal den bösen Gremlin, der Boss
von den Bossen. Jo, das war's von dem Fotobooklet. Und wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Fotobooklet zu Gremlins, kleine Monster aus der Black Barons Collection Nummer 27. Und ich stecke jetzt mal hier rein. Und hier nochmal die wunderschöne Edition von Gremlins. Und was soll ich sagen, wieder eine richtig ganz schöne, tolle Edition, die man hier kaufen konnte. Wirklich war, wirklich richtig schön. Steelbook, okay, ist eine Geschmackssache. Mir gefällt es persönlich jetzt nicht. Aber ist ja nun mal meine Meinung. Yo, okay. Natürlich zu kaufen gibt es das bei Filmarena nicht mehr, denn es ist auch schon wieder ausverkauft. Deswegen schauen wir bei den Media Psychos vorbei oder auch beim André Schauer mal nachfragen. Eventuell könnt ihr euch einen organisieren. Aber wie gesagt, bei Filmarena ausverkauft und natürlich auch wieder sehr schwer zu bekommen. Ja, das war's von mir, von der Filmarena, von der Black Barons Collection Nummer 27. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt bald Forrest Gump. Ich hoffe wirklich sehr, auch King Kong kommt bald, aber auch hier gibt es eben Lieferschwierigkeiten bzw. Produktionsschwierigkeiten. Aber wir haben das Nachsehen, ist kein Problem, wir können warten. Und ja, das war's von mir. Wie gefällt euch diese Edition oder wie gefällt der Film? Und wer hat den Film noch nicht gesehen? Ganz wichtig, schreibt das in die Kommentare rein. Und wenn ihr das reinschreibt, übrigens schon mal, euch den Film zu holen. Ja, das war's von mir. Und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ü und Beep.